Es kann bestimmte Arten von Kräften zu deinem Körper ziehen, mit denen du vielleicht nicht umgehen kannst. Das kann das Leben einfach durcheinander bringen. Du kannst buchstäblich alles tun, was du willst, nicht nur mit deinem, sondern auch mit den Körpern aller anderen hier. Metall hat eine gewisse Empfänglichkeit. Du bringst mich in einen Bereich, den ich normalerweise vermeiden möchte, weil ich generell nicht über etwas sprechen will, das noch nicht in deiner Erfahrung ist. Denn wenn ich über etwas spreche, das nicht in deiner Erfahrung ist, welche Wahl hast du dann? Die einzige Wahl, die du hast, ist mir zu glauben oder mir nicht zu glauben. Wenn du mir glaubst, bringt dich das der Wahrheit nicht näher. Wenn du mir nicht glaubst, bringt dich das der Wahrheit auch nicht näher. Ja? Du bist immer noch an der gleichen Stelle, aber du hast eine ausgefallene Geschichte am Laufen. Das ist der Fehler, der schon immer gemacht wurde. Die Leute reden ständig über Dinge, die nicht in ihrer Erfahrung sind. Aber die Frage ist jetzt, ist da etwas dran? Ich trage einen Ring an meinem Daumen. Warum bitten Sie mich, ihn abzunehmen? Schau, der menschliche Körper ist ein Mechanismus. Du bist vielleicht zu sehr damit verhaftet und identifiziert, sodass du es nicht so siehst. Aber es ist eigentlich ein Mechanismus, nicht wahr? Ja? Wart ihr schon mal bei einer Operation oder so? Jemand von euch? Wenn du in die Chirurgie gehst, behandeln sie dich einfach wie, wenn du das Auto in die Werkstatt gebracht hast. Genauso, sie setzen dich dort ab und da, machen dich sauber und öffnen dich und nehmen dich auseinander, machen dies, machen das und setzen dich wieder zusammen. Sie behandeln dich einfach wie eine Maschine, nicht wahr? Schau, für viele Menschen ist eine Operation eine sehr erniedrigende Erfahrung, weil plötzlich alle kleinen Empfindlichkeiten, die du hattest, alle weg sind. Sie öffnen dich, sie schließen dich, sie erledigen alles, wie sie denken, dass es gemacht werden sollte, nicht wahr? Da es sich also um einen Mechanismus handelt, muss dieser Mechanismus mit vielen Möglichkeiten kommen. Wie ich schon sagte, sehen wir im Yoga diesen Körper als eine Leiter zum Göttlichen. Wenn du weißt, wie man das hält, ist das ein phänomenaler Mechanismus. Im Moment nutzt du ihn auf eine sehr minimale Weise, auf eine sehr, sehr minimale Weise. Das ist ein Flugzeug, aber du hast dich entschieden, es zu fahren, weißt du? Wenn du dich entscheidest, ein Flugzeug zu fahren, fährst du los und diese beiden verdammten Dinger treffen deine Gebäude, deine Laternenpfähle und alles andere. Daher magst du diese beiden Dinge nicht, also schneidest du die beiden Flügel ab und fährst es. Ein Flugzeug mit abgehackten Flügeln ist eigentlich ein wunderbarer Bus. Ja, du bist einfach glücklich, du bist ganz okay, was stimmt nicht, ich fahre einen tollen Bus. Aber jemand, der weiß, was es heißt zu fliegen, sieht ein Flugzeug mit den abgehackten Flügeln. Er wird weinen. Ja? So fühle ich mich, wenn ich das Yoga sehe, das vor sich geht und die Art und Weise, wie die Menschen leben. Denn das kann auf ganz andere Art sein, die du dir nicht vorgestellt hast. Schau, wenn ich in die Details gehe, wird es zu märchenhaft sein. Zu märchenhaft, als dass ein vernünftiger Mensch es glauben könnte. Ich würde nichts davon glauben, wenn es mir jemand erzählen würde. Aber für mich sind das alltägliche Wirklichkeiten, so viele Dinge. Genau hier, während du hier bist, gibt es so viele Dimensionen des Lebens, genau hier, jetzt. Aber es liegt nicht in deiner Erfahrung. Ich spreche von physischen Wirklichkeiten, ich spreche nicht von etwas anderem. Während wir alle hier sitzen und gerade ein Kursprogramm machen, gibt es genau hier viele Ebenen physischer Wirklichkeiten, verschiedene Arten von Dingen geschehen. Dies ist eine ganze Welt, eine vielschichtige Welt, eine in der anderen. Weißt du, das ist eine vielschichtige Existenz, eine in der anderen. Heute beginnt die moderne Physik, das zu erkennen, weißt du das? Sie sprechen von multiplen Wirklichkeiten, die ineinander existieren. Es ist so.
Das Okkulte ist genauso wie Technologie. Vieles, was wir vor einigen Jahren noch für unmöglich hielten, ist heute Wirklichkeit geworden, nicht wahr? Genauso ist das Okkulte eine andere Dimension von Technologie, aber immer noch physisch. Sie befindet sich immer noch auf der physischen Ebene, aber sie behandelt eine andere Ebene der Physikalität, nicht physisch, wie du es kennst. Was bewirkt es also, wenn man einen Ring am Daumen trägt? Es kann bestimmte Arten von Kräften zu deinem Körper ziehen, mit denen du vielleicht nicht umgehen kannst. Das kann dein Leben einfach durcheinander bringen. Wenn du zufällig an bestimmte Orte gehst, wenn du bestimmte Kräfte anziehst, kann das dein Leben völlig durcheinander bringen, denn sobald du Metall am Daumen trägst, gehen sie alle davon aus, dass du sie willst. Wenn du also eine Antenne von deinem Gehirn aufwärts anbringst, musst du jeden verdammten Radiosender, der in Kalifornien läuft, ertragen. Wenn du das alles nicht hören willst, musst du die Antenne abnehmen, nicht wahr? Das ist genau so. Metall hat eine gewisse Empfänglichkeit an sich, eine gewisse Wirkung an sich, deshalb wird es auf eine bestimmte Weise verwendet. Es war daher immer festgelegt, dass man einen Ring am Ringfinger tragen muss. Überall auf der Welt wurde das als Ringfinger festgelegt. Glaubst du, das ist Zufall? Das ist kein Zufall. Dieser Ringfinger von hier bis hier, das gesamte physische Universum ist genau hier. Das ist wie die Maus von deinem Computer. Wenn du einfach das von hier bis hier machst, kannst du dich von einer Dimension in eine andere versetzen. Du kannst buchstäblich alles, was du in diesem Körper willst, nur mit deinem Ringfinger machen. Und nicht nur mit deinem, sondern auch mit den Körpern aller anderen hier. Was du willst, kannst du einfach durch deinen Ringfinger tun. Im Yoga gibt es eine ganze Wissenschaft über den Ringfinger. Der Ringfinger gilt als Schlüssel zu allem, was du bist. Daher wurde es wichtig, einen Ring am Ringfinger anzubringen, denn das ist ein einfaches Mittel, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten. Wenn du irgendein Metall auf den Ringfinger tust, bleibt das System sehr stabil. Du steckst es irgendwo anders hin, irgendwo anders, irgendwo anders. Heute hängen Menschen überall, wo man durchstechen kann, Metall hin. Es wird seine eigenen Dinge tun, es hat seine eigenen Auswirkungen. Das ist kein entscheidender Faktor an sich. Man kann all diese Dinge tragen und immer noch einigermaßen in Ordnung sein, aber das ist so, als ob man sein Auto völlig eben wie eine Wand macht und es fährt. Man kann es trotzdem fahren. Es verbraucht einfach doppelt so viel Benzin, als wenn es richtig geformt ist, nicht wahr? Die gleiche Sache. Du kannst auch so gehen und alles durchlaufen, aber du erschöpfst dich einfach durch den Prozess des Lebens, anstatt freudig und mühelos hindurchzugehen. Du wirst dich einfach erschöpfen, indem du falsche Dinge tust, das ist alles. Jeder kann leben, aber nicht mit der gleichen Leichtigkeit, nicht wahr? Ist es nicht so? Einfach weil du nicht die richtigen Dinge tust, werden dir die richtigen Dinge in dieser Welt nicht widerfahren. Innen, außen, viele Dimensionen, es spielt keine Rolle, was. Wenn du nicht die richtigen Dinge tust, werden dir die richtigen Dinge nicht widerfahren. So ist es nun einmal.